Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Die Weihnachtsfeiertage sind am Laufen und der Typ, den ich euch jetzt zeigen werde, der wird wahrscheinlich auch eine ganze Zeit lang gefeiert haben, weil er so ein toller Hecht ist. Ich hoffe einfach mal, dass der in Zukunft nichts mehr zu feiern hat und ganz ordentlich einen auf die Finger bekommt. Wir haben wieder einen dieser ganz berühmten Dreiohrhäschen und in dem Fall jetzt hier sogar einen von diesen standardisierten, wo man immer gleich sagt, aha, da ist was faul, weil wir haben die berühmte Kombination von ich habe keine Ahnung vom Spiel über ich kaufe mir einen Premium-Panzer und mach mal hier einen auf dicke Hose. Und genau das werden wir jetzt gleich sehen. Diese Pfeife fährt einen T-34-100. Interessant, wir kaufen uns dann auch noch einen russischen Premium-Panzer. Ich meine, wie kann man es noch besser miteinander kombinieren, ja? Das sind eigentlich so die optimalen Grundvoraussetzungen dafür, allen anderen hier mal ordentlich die digitale Kelle zu geben. Er mümpelt jetzt auch los und wer sich fragt, wie kann es eigentlich sein, dass wir hier immer noch Probleme mit Dreiohrhäschen haben, müsst ihr nicht mich fragen. Fragt doch einfach mal Gaijin. Nur der Druck der Community kann dazu führen, dass sich was ändert. Und ich habe damals schon gesagt, auch wo ich EAC gefeiert habe, wenn die das nicht in den Griff kriegen, mache ich weiter Punk. Ich mache so lange Punk, Stress und Affentheater, bis man mir rechtlich verbietet, Videos zu dem Thema zu machen. Oder aber, bis die es hinkriegen, diese ganzen Vollhorste instant aus dem Spiel zu werfen. Es kann doch nicht so schwer sein. Himmel, Herrgott, nee, nochmal. Ein neuer Spieler, der keine Erfahrung hat, der kann nicht von Anfang an tonnenweise von Kills im RB abziehen. Das ist im Regelfall nicht so. Aber selbst hier muss man ja die Leute schützen, die wirklich ganz besonders talentiert sind. Oder sich einen Zweit-Account erstellen, einfach mal, um gute Stats zu haben. Trotzdem sollte man genau solche Leute automatisiert filtern, dass wenigstens dann in dem Moment, wo solche extremen Leistungskurven zustande kommen, tatsächlich dann mal ein Game Master drüber guckt und schaut, ob es sich hier nicht doch um so ein total mutiertes Kanickel handelt, das meint, es könnte hier einen auf dicke Hose machen. Und dann wünsche ich mir als zweites, dass diese ganzen Vollhorste, und ich glaube, für jeden von euch ist jetzt schon klar, es ist ein Vollhorst, ja, dass diese über die IP gebannt werden. Gaijin kann das, ich weiß das. Ja, ich erkläre es euch. Ich habe damals an den Naval Forces Closed, Mega Closed Beta teilgenommen. Ja, das war ja so closed, dass nicht mal jeder dran gekommen ist, um da mitzumachen. Ich habe meinen Rechner aufgerüstet und habe ein anderes Motherboard eingebaut und durfte nicht mehr die Naval Forces testen. Ja? Das System hat erkannt, oh, das ist offensichtlich ein anderer Computer. Ne, das geht nicht. Ne? Das ist nämlich hier jetzt rechnerbezogen, diese Beta. So streng war das. Gaijin konnte das. Ich habe in der Zeit öfters mal meinen Rechner aufgerüstet und umgebaut in vielen kleinen Schritten und habe dadurch zwei- oder dreimal mir so einen Hardware-Bann eingehandelt. Als ich dann damals gesagt habe, ey Leute, das kann doch wohl nicht sein, dass ich für jedes Bauteil, das ich in meinem Rechner wechsle, als Content Creator dann erstmal wieder den Support anschreiben muss, damit ich wieder mitmachen darf, haben die mir kackenfrech geschrieben, entweder nimmst du an der Beta teil oder du rüstest deinen Rechner auf. Beides zusammen geht nicht. Hast du nochmal einen Hardware-Bann, können wir dich erstmal nicht wieder freischalten. Tatsächlich, kein Scherz, genau das war die Antwort vom Gaijin-Support. Die können einen Hardware-Bann verpassen. Stellt sich mir die Frage, warum man das bei Content-Creatern, Beta-Testern macht, aber nicht bei Leuten, die in diesem Spiel betrügen und offensichtlich für einen enormen wirtschaftlichen Schaden sorgen. Ja gut, der hat jetzt hier Geld ausgegeben, hat sich ja einen Premium-Panzer gekauft. Aber die 25, 55 oder 75 Leute, die irgendwann auf ihn hier getroffen sind und danach gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr, in diesem Spiel mit den Cheatern weiterzumachen, die werden in Zukunft kein Geld mehr ausgeben. Ich behaupte einfach mal, die Bilanz läuft hier in die falsche Richtung. Nur offensichtlich ist man nicht bereit, das in der entsprechenden Stelle, bei dem entsprechenden Menschen, der für sowas zuständig ist, zu erkennen. Diese Leute bringen euch kein Geld, liebes Gaijin-Team, auch wenn die euch erstmal 20 Euro in den Hintern schieben, weil sie sich einen Premium-Panzer kaufen. Diese Leute kosten euch Geld und zwar eine ganze Stange. Ich behaupte, für jeden 20, den so ein Vollhorst hier ins Spiel investiert, gehen euch auf der anderen Seite 200 bis 2000 Euro flöten, weil da draußen nämlich Menschen sind, die in einem PvP-Spiel sich auf ehrliche Art und Weise miteinander messen wollen. Gut,
Ich weiß, dass es euch schwerfällt, sowas zu verstehen. Was bedeutet BV? Dass ihr euer Land behalten habt. Aber das ist kein PvP. In Computerspielen bedeutet PvP Player versus Player. Nicht Rechner versus besserer Rechner oder Grafik versus anders eingestellte Grafik oder Sound versus ich mache alles leise und alles andere laut. Oder ich kaufe mir ein Tool und bin dann richtig cool. Genau das sind die Sachen, die ihr offensichtlich für mich versteht. Wir möchten PvP spielen. Wir möchten uns mit Leuten messen, die genau dieselben Voraussetzungen haben wie wir. Die nicht mehr sehen, weil sie irgendwelche Schieberegler bewegt haben. Die nicht mehr hören, weil sie irgendwelche Schieberegler bewegt haben. Die nicht mehr können, weil sie einfach ein dickeres Portemonnaie haben. Wir möchten uns ganz normal messen. Und wenn wir diese Grundvoraussetzung irgendwann als erfüllt sehen, bin ich mir ziemlich sicher, dass einige von uns hier definitiv deutlich mehr Geld ausgeben werden, als das aktuell der Fall ist. Man muss ja quasi Angst haben, wenn man sich ein Moped für 50 Euro kauft, dass man nur auf die Fresse kriegt, weil eben diese ganzen Hampelmänner in einer Tour in jedem Match auftauchen. Und ja, es ist tatsächlich so schlimm. EAC ist da. Ja? Und trotzdem hat man in jedem zweiten Match wenigstens einen von diesen Vollpfosten. Warum ist das so? EAC ist Software. Software, die was macht. Die Leute, die einen Aimbot verkaufen, entwickeln auch Software. Und die wollen, dass ihre Software läuft. Denn die verdienen mit ihrer Software richtig viel Geld. Also gucken die sich an, was kann EAC? Gucken, wo Schwachstellen oder Lücken sind und bauen ihre Software dementsprechend um. Deswegen nennt man das ja auch Wettrüsten. Ihr müsst jetzt mit eurem ERC hingehen und zwar zeitnah, nicht erst wieder in 4 Jahren oder in einem Jahr oder in 6 Monaten und diese Lücken schließen. Und wenn das nicht funktioniert, dann tatsächlich mal auf die Statistikschiene gehen. Ja? Neue Spieler, die von Anfang an super performen, da muss ein Game Master drüber hergucken. Spieler, die immer scheiße gespielt haben und dann auf einmal super performen, da muss ein Game Master drüber hergucken. Und genau das ist die Arbeit, die euch ERC abnehmen kann. ERC kann nämlich erkennen, ob sich Sachen in der Statistik dramatisch verändern. Dann muss dieser Spieler gefiltert werden. Und dann muss auf der anderen Seite ausreichend Personal sitzen, um genau das zu kontrollieren. Und glaubt es mir, liebes Gaijin-Team. Das ist kein Geld, das man investiert und einem am Ende nichts bringt. Das sind nicht Personalkosten, die ins Nirgendwo führen. Das sind Kosten, die sich rentieren. Denn ihr beschützt dadurch die ehrlichen Spieler, die durchaus bereit sind, unter normalen Voraussetzungen Geld in dieses Spiel zu investieren. Und ich weiß es, weil ich ganz, ganz viele Zuschauer habe, die mir das immer wieder schreiben. Ich weiß, ein schwieriges Thema. Aber hier muss man einfach mal fair bleiben, ja, liebe Skyjin-Team. Wir, die Community, beschweren uns jetzt seit 4 Jahren. Nach 4 Jahren kündigt ihr EAC an. Das kommt dann mehr schleppend als, naja, so richtig motiviert kam das nicht rüber. Und kaum ist EAC da, gibt's die nächste Kacke. Und wieder hört man nichts von euch. Was macht ihr eigentlich falsch, wenn ihr uns, die Kunden, die Spieler, eure Zukunft einfach mal darüber informiert, wie es laufen soll? Ihr verratet dadurch ja keine Geheimnisse, mit denen der Programmierer eines Overlays vielleicht irgendwelche Vorsprünge hat. Ihr sollt uns einfach nur sagen, wie es weitergeht und was ihr als nächstes macht, damit wir diese Leute loswerden. Wir wollen die nicht in unserem Spiel. Der da hinten wollte ihn hier übrigens auch nicht in seinem Spiel und hat ihm dann das Licht ausgeknipst. T-34-100 Premium-Panzer
ein Spieler, der außerordentlich gute Stats hat, schlagartig ging die Kurve nach oben. Das kann man sich sogar bei Thunderskill angucken, diesen Knick in der Optik. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, es lag nicht daran, dass er sich ein absolut gelungenes, geniales, gutes Erklärvideo von Implied angeguckt hat. Das reicht meistens für die Basics, um den Einstieg ins Spiel zu verstehen, aber nicht, um auf einmal durch Bäume und Häuser gucken zu können. Ich bleib dabei, wenn ERC nicht so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt, dann nutzt ERC wenigstens da, wo es stark ist. Veränderungen in der Statistik automatisch erkennen und dann diese Spieler automatisch einem Game Master vorlegen, damit der dann dementsprechend eingreifen kann. In diesem Sinne, ich sag danke für das Einsenden dieses Videos. Es kommen garantiert noch mehr 3-Uhr-Hasen-Videos, auch wenn ich mir gewünscht habe, dass das eigentlich in Zukunft nicht mehr so ist. Ich wünsche euch weiterhin ein frohes Fest. Lasst euch nicht zu sehr von dieser Knalltüte hier runterziehen. Die meisten Gefechte sind aktuell immer noch cheaterfrei, aber die paar, wo welche drin sind, die will ich auch noch loswerden. Und ich verspreche euch, ich bleibe am Ball. Tschö mit Ö, alles Gute, euer Implied.